Hallo und herzlich willkommen zurück bei Kubifaktorium. Und jetzt bin ich ganz kurz raus, weil ich bin raus. Ich war eben mit einer etwas längere Aufnahmepause gemacht. Ich bin da jetzt etwas. Was ist denn das? Warum ist denn Depot Eingang? Achso, okay. Gut. Bin da jetzt gespannt mit unserem kleinen Experiment, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und das nächste ist, wo ist denn unser Bahnhof? Das ist unser Bahnhof, okay. Aha, okay. Jetzt haben wir hier Platz. Sehr gut. Hier könnten wir mal kein Milch. Hä? Ach, da habe ich schon ausgewählt, okay. Was machen die denn? Tragen die jetzt den Lehm von hier oben? Nee, hör mal auf. Hör mal auf. Hör mal auf mit dem Scheiß. Mach mal hier oben hier leer. Hier oben müsste mal, das da müsste mal geräumt werden. Jungs, hier oben. So, jetzt haben wir hier Züge. Da waren wir. Züge und wir wollten gucken, ob dieses Experiment funktioniert. Und das tut es nicht. Denn es muss eine gerade Linie sein. Okay, dann müssen wir den hier leider wegmachen, das hier leider wegmachen und dann hier noch ein Förderband hinmachen und das ganze Stück nach hinten verschieben. Vielleicht funktioniert es dann. Ja, also wir müssen dann echt Förderband. Warte mal. Hier wegmachen und ein neues Förderband starten. So. Witzig. Ich veräpple da was. So, und dann kannst du nämlich einen Inserter nach da machen. Und du kannst die Baumschule halt, ich möchte die automatische Baumschule drehen, da hinsetzen. So. Und du brauchst es gar nicht wegtragen, du brauchst es hier oben wieder. Hörst du? Hörst du? Wie ist das jetzt natürlich, jetzt steht es hier, ne? Wie kriege ich das denn jetzt? Wie bekomme ich das da rein? Außerdem, was ist das? Das ist ein Holzteil. Was ist denn das? Das hat doch da gar nichts verloren. Bekomme ich hier nochmal die Möglichkeit... ich habe hier nochmal Gras. Okay, das macht es etwas einfacher. Weil dann könnte ich den hier... Nagistar, Landwirtschaft Level 8 erreicht. Den da wegdumpen. Könnte sagen, wir machen mit unserem Förderband... obla, das war falsch gedreht. So. Das habe ich nämlich gedacht. Jetzt muss ich mal. Nee. Müssen wir das echt so machen? Und dann hier einen Inserter wieder, der uns das in die Richtung einlädt. So. Okay, und wie kriege ich jetzt den Lehm daraus? Ich glaube nur, indem ich das Ding zerstöre. Und ich weiß ja auch dann gar nicht, ob ich Fichte.
Ich weiß noch dann gar nicht, ob das so funktioniert. Ich muss das jetzt erstmal hier. Ding. Bevor ich das jetzt wieder da wegkloppe, muss ich das erstmal wissen, ob das funktioniert. Und da habe ich hier völlig falsche Denkungsweise. Ich verstehe es nicht. Brauche ich? Das ist halt das Problem. Ich weiß noch nicht, der Ofen. Ziegel und Holzkohle. Ja, aber ich glaube, das Problem ist, ich brauche kein Holz, ich brauche Holzkohle. Oder ist es hier in dem anders? Können wir das mal wieder bitte drehen? Danke. Versteht ihr, wie ich das meine? Einmal auch mit den Fließbandteilen. Zurück zum Bahnhof, da waren wir. Lassen wir das mal da drüben mal die Bäumchen wachsen. Zugfabrik. Das ist natürlich so eine Geschichte. Ich habe keine Ahnung. Ich habe null. Null Ahnung. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Die Bäume da drüben, die wachsen. Den Baum können wir da mal weghauen. Die wachsen. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob der das dann da drauf und das dann hier so lang fährt. Ding, ding, ding. Und der muss das dann da reinschmeißen. Maschinenteile. Hier. Bewegt euch mal ein bisschen schneller. Ja? Ihr habt alles. Ihr habt Milch, ihr habt Bier, ihr habt Essen. Auf. Attacke. Okay, ding, ding, ding. Okay, das funktioniert. Das sieht schon mal gut aus. Ding, ding, ding. Oh. Oh nein. Oh nein. Okay, wie mache ich das jetzt? Oh, okay. Ach nee, was ist denn? Okay, warte, mach mal Pause. Nicht aktiv. Bis hierhin. Also ich muss dann immer so ein Stück um die Ecke. Okay, das probieren wir aus. Ich bin da voll dafür. So, jetzt machen wir Förderband. So. Und so. Im Leben. Ach, das ist doch falsch hier wieder. Im Leben nicht. Und das ist das hier eigentlich. Okay, wisst ihr was? Ey, wir machen das komplett neu. Ich habe da keine Ahnung. Wir machen das einfach komplett neu. So, er dreht sich in diese Richtung. Nein. Mach mal Fichte aktiv. Ich will mal wissen, wie weit das Holz jetzt fährt. Ding, 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 ding. Bleibt eh hier irgendwo hängen. Irgendwo bleibt es hier hängen. Zing. Zing. Oh. Oh. Alles klar. Ein Inserter. Bitte. Der das mir da reinlegt.
Aber das bringt nichts, weil ich brauche ja. Ich sitze halt, ne? Sieht schon ein bisschen komisch aus. So, Zugfabrik. Oh, nice! Lokomotive. Beschleunigung 0,7, Höchstgeschwindigkeit 1,7, 0,5, 0,3, Höchstgeschwindigkeit 2,5. Beschleunigung. Nehmen wir die goldene Mitte, oder? Höchstgeschwindigkeit 2, 1, 7. 0,5, 0,7. Alfred hat Brunnenlevel 6 erlernt. Ach ja, direkt. Ja, wie war das jetzt? Rechtsklick hier drauf. Nee. Bahnhof 1. Geil! Geil! Okay. Okay. Oh, jetzt muss ich überlegen. Muss ich überlegen. Mach doch mal den Inserter hier fertig. Maschinenteile. Ich verstehe nicht, warum der. Ich kann hier mal auch nicht die Priorität festlegen. Mach doch mal den Inserter hier fertig. Was schleppt ihr denn da rum? Ach so, das Lager. Macht er hier Maschinenteile? Ja. Keine Eingangsgüter. Was braucht er denn für Maschinenteile? Ach, Kupferblöcke. Da haben wir zwar noch Kupferblöcke, aber wir haben, glaube ich, keine Dings mehr, gell? Ach, ich weiß. Ja, toll. Ah, ich hab's total vergessen. Ich habe es total vergessen. Wir müssen ja hier zwei, ist mir eigentlich jetzt. Lass die Kühe frei. Hier, lager doch hier mal die Milch, bitte. Milch. Und dann hört man auf, da hoch zu transportieren. Kann ich das wieder wegnehmen? Ah, Gott sei Dank. Lagert man da Milch, Holzkohle. Auf die Holzkohle zu lagern. Teutobald hat Brauerei Level 3 erreicht. Sehr schön. So, ich brauche eine automatische Baumschule mit. Jetzt wird es natürlich kriminell, ne? Ich will eigentlich beide da drüben haben. Warte, wir können aber auch. Jetzt wird es kriminell. Weil ich jetzt nicht so ganz weiß, wie ich. Müssten wir hier eine machen? Das geht so nicht. Ich wollte beide. Warte mal ganz kurz, ich muss erstmal hier auf, dass der mal aufhört, Gebäude aktivieren, hören auf Bretter zu produzieren. Wir müssen erstmal da hier.
Ja, blöd, ne? Ich wollte... Kann ich ein größeres Depot bauen? Fünf mal fünf. Ne, ich kann das... Mit einem Lager dazwischen geht auch nicht, denn mit einem Lager... haben die jetzt hier oben mal den... Ne, haben die immer noch nicht. Was ist denn das? Tonader. Vielleicht sollte ich hier Ton. Ich weiß halt nicht, wie. Er hat hier zwei Eingänge für Dings, ne? Er macht jetzt hier aus zwei Dingen. Aber ich weiß nicht, ob er Ziegel macht, wenn er hier beides kriegt. Das ist halt so das Thema. Und ich brauche jetzt erstmal ein Maschinenteil, damit der Inserter da oben fertig gebaut wird. Aber ich reiß das Ding hier mal ab, damit der Lehmklumpen da weg verschwindet. Dann müssen wir hier mal... Genau, jetzt habt ihr das da weggerissen. Jetzt macht doch mal hier Lehm. Jetzt der Inserter fertig. Das ist schon mal was. Jetzt setzen wir hier automatisch einen Ofen rein. Was nicht geht, weil da immer noch die Dings sitzt. Hier, das da. So, zack. Räumt mal den Lehm da jetzt weg, Mann. Pause. Hört mal auf. Ich weiß, ich finde es süß und schön, dass ihr das hier da so umsortiert. Ja, das ist jetzt natürlich so... Ich wollte zwei automatische Baumschulen nebeneinander setzen, dass die da rein picken, aber das machen sie nicht. Das ist jetzt so eine Sache. Die müssen mal den Lehm hier wegräumen, damit ich... Hört doch mal auf, das Holz jetzt wegzuräumen. Machen wir mal aus. Ach, hurra, die Muck. Nein, nein, nein. Hör auf. Ist da wieder Lehm hinzupacken. Weg. Jetzt liegt da Holz. Okay, wisst ihr was? Jetzt automatisiert der Ofen. Jetzt wird es mir hier zu blöd. Baut mal den Ofen dahin. Rob doch mal den Inserter da jetzt weg. Sonst hört es ja nie auf. Ich hab doch gesagt, du sollst aufhören. Super. Ach, jetzt macht er genau das, was er nicht soll. Warte mal, kann ich auch den Befehl abbrechen, wenn du das Ding eh leer räumst.
Das ist egal. Ah, doch, den muss ich weg. Den muss ich weg. Der muss da weg. Sonst packt er... Die bauen nicht, solange der da das Ding hinschmeißt. So. Jetzt räumt den Lehm da weg. Könnt ihr jetzt mal das Ding da bauen? Jawollo. Jetzt aktivieren wir den mal. Wir hauen hier einen Inserter rein, der so rum agiert. Und jetzt bin ich gespannt. Da kommt jetzt das Holz. Mal gucken, ob er das da reinpackt. Oder braucht der Holzkohle? Okay, den packt er rein. Jetzt warten wir gerade nochmal, ob das Ding hier, ob der andere Inserter da uns Lehm reinschmeißt, damit das zack. Und es geht nicht. Ich wusste es. Ich wusste es. Er braucht Holzkohle. Gut, dann reißen wir den da wieder weg, den reißen wir wieder weg und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es darum geht, hier konkrete Ziegel herzustellen. Ne? Bis dahin habt eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir werden das noch lösen, da wir hier unten ja auch eine Tonader gefunden haben. Werden wir das mal ausprobieren. Das dann noch weggedonkt. Und dann bauen wir das hier hin einfach. Und das müssen wir hier auch weghauen. Und ja, das kriegen wir dann. Oh, jetzt haben wir natürlich hier einen Fehler gemacht. Das setze ich jetzt gerade noch dahin. Großes Leuchtfeuer. Ja. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr da wart. Wir sehen uns nächste Folge, wenn ihr mögt. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Ciao. Mit V.